Hallo. Hallo. Nico, du bist Künstler, du machst Kunst. Ja. Was würdest du machen, wenn du das nicht machen würdest? Ich würde Sachensammler sein. Aber du kannst dich schwer von Sachen trennen. Du meinst sammeln, um zu sammeln? Man sammelt ja, um viel zu haben. Sachen, die man mag. Ja, die für das Leben wichtig werden. Also ich weiß zum Beispiel oft nicht, ob eine Sache wichtig ist oder nicht wichtig ist. Und dann habe ich sie und nach einem Jahr wird daraus ein Bild. Was mir jetzt irgendwie natürlich gleich ins Auge gesprungen ist, du hast hier einen riesen Phallus gemalt. Ja. Und daneben ist auch gleich das Glas mit den Essiggurken. Ist das jetzt auch irgendwie eine Message? Naja, das ist ja eigentlich das Schöne so bei gegenständlicher Malerei. Es spricht für sich. Also es ist, was es ist. Beschreib deine Kunst vielleicht mal in kurzen Worten. Was machst du genau? Naja, also ich befasse mich mit den Dingen und male diese Dinge. Also ein gegenständlicher Maler wollte ich auch schon immer sein. Es kommt aber darauf an, wie diese Dinge sozusagen zueinander in Beziehung gebracht werden. Also das interessiert mich. Form von Kommunikation, könnte man das so nennen. Also was das eine mit dem anderen Ding macht, könnte das so als eine Art von Bühne sehen, wo eine Ente mit einem Krug, der Wasser lässt und einem Birkenstamm in eine solche Anordnung gebracht werden, wo eine Erzählung gemacht wird. Was erzählt uns jetzt die Ente und der Birkenstamm? Es sind beides Naturgegenstände. Und es sagt A, sehr viel aus über das Genre selber, nämlich der Stilllebenmalerei, wo das hergekommen ist, und dann sagt es eben auch sehr viel über das Leben aus. Also es ist tot. Du stehst schon so ein bisschen so auf tote Lebewesen, ne? Das ist das Lager, sag mal so die Ursuppe. Hier schwimmen die Dinge noch in so einer Ungestalt nebeneinander her. Die vergammeln die Dinge eher. Genau, ne? Aber vergammeln. Das ist einfach nur große Rollschränke, alles reingeschmissen, was in irgendeiner Weise. Du findest eigentlich auch nichts mehr. Doch. Hier ist alles irgendwie Ungestalt, keinerlei Form, alles Struktur. Das ist quasi alles. Braune Eier, und weiße Eier. Ne? Alles, was man halt so braucht, ja. Nein, nicht, das braucht man nicht. Das ist es ja gerade. Deswegen interessiert es mich, ja, weil man es nicht braucht. Ja, also nein, du schmeißt sowas weg. Ne? Also diese Eier. Aber du brauchst es. Ich brauche es. Ne? Brauchst es dringend. Genau. Also das ist, also die Bilder brauchen es. Ne? Mirko, gab es schon mal eine Phase, wo du ein künstlerisches Tief hattest, wo du eigentlich auch aufhören wolltest mit der ganzen Sache? Tagtäglich. Also ohne das Hinschmeißen und die dass nichts mehr geht, ist quasi für mich Kunst nicht vorstellbar. Also Kunst, Malerei nicht vorstellbar. Ja, aber hattest du schon mal, ich meine, du malst ja eigentlich deine Ideen, das ist ja nichts irgendwie Fiktives, was du dir ausdenkst, sondern die Sachen existieren ja. Hattest du trotzdem schon mal eine Phase und dachtest so, Gott, kann immer. Naja, aber Evelyn, ich meine, also besonders der Realismus oder eine gewisse Form der Wirklichkeitsdarstellung ist ausgedacht. Wie holst du dich aus so einem künstlerischen Tief raus? Gehst du dann irgendwie spazieren und machst Birdwatching oder? Nee, ich mache weiter. Trinkst eine Flasche Wein? Nee, ich mache weiter. Wie, du machst einfach weiter? Immer weiter, immer weiter, also immer weiter. Du zwingst dich dann quasi zur Kunst? Nee, ich mich nicht. Also das ist sagen auch die Form. Das ist eine dialogische Form mit den Dingen. Also ich befrage die Dinge, so, das Bild. So, das ist auch so eine Meditationsform. Wie, du befragst die Dinge? Naja, ich stelle das da hin. Kannst du mal das zum Beispiel anhand des Kürbis und der Melone, du hast jetzt quasi ein künstlerisches Tief, du bist mega down. Und wie machst du das jetzt? Naja, also den würde ich wahrscheinlich erstmal aufschneiden.
So, und wenn ich ihn aufgeschnitten habe, würde ich ihn mir dann erstmal anschauen. Und wie jeder weiß, ne, weißt du, dass da drin ein totales Chaos ist. Ne? Bist du eigentlich auch so ein nachhaltiger Künstler, der deinen Kürbis danach auch isst, nachdem er ihn gemahlen hat, oder schmeißt du ihn weg? Beides. Dieser Kürbis wird aufgeschnitten, gezeichnet, gemacht, experimentiert, hingestellt, weggestellt. Naja, und sowas braucht dann einfach gewisse Zeit. Ja. Das dauert dann 2-3 Tage. So, und dann weiß man, kann man den eigentlich noch essen? So, vor allen Dingen, wenn er dann mal auf dem Boden war, mal hier, mal da. Ich bin ja auch ein räumlicher Maler. Ich versuche dann dafür irgendwie einen Raum zu finden, einen Ort zu finden. Stelle ich mal auf den Tisch, mal auf den Boden, mal also man ins Regal, nicht mal hier essen und da. Danach dann genau, stehe. Genau. So, und dann esse ich ihn nicht. Ne? Allerdings. Was isst du so gerne? Alles. Fleisch. Gibt es zum Beispiel Sachen in deinem Leben, die dich wahnsinnig stressen? Gibt es so Sachen, die dich einfach auch nerven an dem Leben allgemein? Dann bleibe ich im Atelier. Und verhungerst. Warte, dass mir irgendjemand... Ja, gibt es nicht irgendwas, was dich wirklich auf die Palme bringt? Dass du rausgesagt, nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Schönen Dank auch. Du, das fängt ja schon an, wenn man einen Parkplatz suchen will. Ne? Also das Leben ist einfach eins der schwierigsten Unternehmungen, ne? Würde ich mal sagen. Das Leben an sich. Naja, weil es ist immer irgendjemand im Weg. Ne? So. Ja, klar. Gibt es Menschen, die du hasst? Nee, das Interessante ist ja. Nee, Mirko, gibt es Menschen, die du hasst? Die ich hasse? Ja. Wo du wirklich sagst, ich hasse dich. Bestimmt. Das ist eine normale menschliche Reaktion. Ne? Aber ob ich jetzt zur Waffe greifen würde, ist, lasse ich dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Wie gehst du damit um, wenn deine Bilder in der Galerie hängen und es kommt jemand und stellt sich vor das Bild und sagt so, das ist total beschissen, kann ich überhaupt nichts damit anfangen? Die Gedanken sind frei. Also das ist so. Wir leben ja in keiner Diktatur. Also ich bin sozusagen. Aber ist es verletzend trotzdem? Weil kategorisch in den Bildern. Ne? Aber letzten Endes weite ich das jetzt nicht auf den Betrachter aus. Sonst müsste ich da mich mit dem Maschinengewehr neben meine Bilder stellen. Aber das mache ich nicht. Ist es für dich schon mehr eine handwerkliche Geschichte? Naja, also sagen wir mal. Am Anfang des Handwerks steht eigentlich immer so eine geistige Entscheidung. Und meine geistige Entscheidung ist, wenn alles Kunst ist, dann wird es für die Malerei ganz eng. Ist dir das denn schon passiert, dass Leute hierher kommen, deine Bilder sehen und sagen, oh, ich liebe ein halb leeres Glas Wasser. Das Bild kaufe ich. Nee, meistens wird dann über halb leer, halb voll geredet. Wie alt warst du, als du wirklich von deiner Kunst leben konntest? Ich habe von Anfang an davon gelebt. Wie alt warst du, als du dein erstes Bild verkauft hast? Weiß nicht, Anfang 20, glaube ich. Also es war noch zu Hochschulzeiten. Hast du als Kind dann schon krass wie gemalt? Jo. Kommst du aus einer Künstlerfamilie? Nicht direkt. Was heißt nicht direkt? Also der Vater macht schon so etwas in der Richtung, aber ist kein Künstler. Gibt es irgendwas, was dich wirklich so nervt an dieser Kunstszene, dass du dich wirklich beherrschen musst? Ich sehe in deinem Gesicht, da gibt es definitiv was. Lass es raus. Also ich bin da sehr entspannt. Ey, komm, Mirko, es gibt bestimmt irgendwas, wo du denkst, ganz ehrlich. Ja, aber da bin ich trotzdem entspannt. Stehst drüber? Nee, das nicht. Aber komm, gerade wenn man doch Kunst studiert, da passieren doch so viele beknackte Sachen. Aber das würde jetzt voraussetzen, eigentlich, dass es sowas gibt wie eine Avantgarde, dass man sich wirklich streitet in den Kneipen, ne, und seinem Gegner den Schädel einschlagen will. Aber es gibt quasi keine Gegnerschaft mehr. Diese avantgardistische Gegnerschaft. Wenn du was ändern könntest in dieser Kunstwelt, was würdest du ändern? Nein. Also ich bin, dann würde ich Galerist werden wollen und dann würde ich was ändern wollen, müssen oder so. Ne? Ich bin Maler und das ist mein letztes Angebot sozusagen. Was ist die dümmste Frage, die dir mal jemand zu deinen Bildern gestellt hat?
Gibt es das auch noch kleiner? Mirko, ja. Ich möchte gerne von dir noch eine wichtige Message zum Schluss. Das ist sowas wie ein Schlusssatz. Die Dinge sollen leben. Ich habe so einen Präparator, der mir diese Dinge macht. Und da meinte er, ja, irgendwie so ein Schneehase ist ein bisschen schwierig zur Zeit. Stehen noch unter Artenschutz. Also, ja, okay. Hammerharte Argumente.